Das hat nichts mit dem Raum zu tun da, wo wir mal unser Geld abgeholt haben. Da hat man wirklich mal was reingegossen. Und das Einfachste ist im Moment für mich eine Leitung im Hosenbein, wo man denn da über den Abtritt vorne, über das Rost da dann einfach was, das ist ja auch so schön, wo man die Schuhe so schön sauber kriegt vorne, ne? Dass man dann da einfach was reinlaufen lässt. Man sieht ja, wo wir hinwollen, man weiß, wo wir hinwollen, denn wenn wir denn da schon an der Kreuzung sind und die Richtung haben, dann geht da einfach einer rein und lässt da ein bisschen was reinlaufen. Und sonst haben sich immer welche um uns gestellt. Vielleicht hat die Sparda-Bank ja auch noch diesen langen Schlags, ne? Der mir da sonst Ohr geschrien hat, dieser Idiot, ne? Und der dann auch geschrien hat, was meine Frau nur gehört hat, draußen hat es geregnet und es war Verkehr, dass ich von seinem Fahrrad weggehen soll, weil er das da einfach in die Ecke gestellt hat. Und ich kannte ihn ja, ich hatte ihn ja draußen schon gestellt und habe ihn nach Uhrzeit gefragt, ne? Da diesen, der hatte schon irgendwas im Körper, diesen kleinen Idioten. Na, und dann wissen sie ja, dass ich mich da schon locker gemacht habe, wenn sie das gesehen haben, ne? Den, das, da konnte ich mich ja bewegen. Nachher war ich wieder Döller betäubt, wie dieser Idiot mich angegriffen hat. Da habe ich das Ding natürlich an die Schulter gekriegt. Und sonst da war ich ja schon ein bisschen lockerer drauf. Und dann wissen sie auch, wie ich ihn nochmal gerufen habe, weil ich ihn wieder zur Sparda-Bank haben wollte. Und dann haben sie auch gesehen, dass ich damals schon, das war der 31.12.2011, schon gesagt hat, er soll stehen bleiben. Ne? Wir rufen die Polizei. Weil das wollte ich mir von diesem Affen nicht gefallen lassen. Auch wenn er jetzt zwei Köpfe größer ist. Ja, sie werden sich gewundert haben, dass ich gesagt habe, komm her, du Affe. Weil ich wollte ja auch, dass er kommt. Und hätte ich gesagt, komm her, du Primat, das hätte er nicht verstanden. Ne? Weil dann, wir sind ja alle vom Affen abstanden und deshalb habe ich Affe gesagt. Ne? Also ich sehe in dem Moment auch keine Beleidigung. Aber vielleicht haben die Mitarbeiter da auch mal geschmunzelt, Nadel. Ja. Weißt du? Er hat gesagt, der kleine Dicke macht sich schon locker für den Langen. Also den wollte er sich schon gerne greifen. Weil das war ein bisschen doll, wie der einfach mein Ohr schreit. Und ich konnte da 3, 4 oder 5 Tage nicht hören. Und das war ja auch der Tag, wo wir sowieso draußen bleiben mussten. Und das war kein Zufall. Man hatte sich sofort darauf eingestellt. Das möchte ich den Mitarbeitern der Sparda-Bank mal sagen, weil die werden das vielleicht verfolgt haben, was da abgegangen ist. Und diese Nutte da in diesem Mantel, die hatte da auch was drin. Und er wurde natürlich eingeheizt mit dem Zeug, was da drin war. In dem kleinen Raum da. Über die Mittagszeit da. Am 31.12.2011 da diese, ja, wie nennt man das, diesen Nachtbankschalter oder so, oder weiß ich jetzt gar nicht, wie man das nennt, wo diese Bankautomaten jedenfalls stehen. So, und darauf hat ja auch der Ande auf dem Bahnhof, den ich gefilmt habe, der hat genauso darauf reagiert. Der hat ja, ich habe dem anderen ja auch gesagt, wer ich bin und wollte auch wissen, wer er ist, damit ich ihm anzeigen kann. Er hat mir seinen Namen nicht gesagt und da hat man dann auch gleich im Bahnhof reagiert, ne? Also dieser freche Dicke da, den ich da gefilmt habe, der uns dann angeschrien hat da ein paar Mal, ne, Nadi? Und es war ja nicht normal. Und mit dem hatten wir auch öfter und die haben sofort darauf reagiert. Also das war die Zeit, wo man da wirklich irgendwas erreichen wollte. Und das war die Zeit, wo sie dann andauernd vorm Fenster auftauchten. Später, wo ich dann meine besten Bilder gemacht habe, mich gewundert habe, dass sie mir alle auf der Paarweiß unten, die da voll drin hängen, dass sie mir alle über den Weg laufen. Aber ich sollte da nochmal unbedingt provoziert werden, wie sie lesen ja auch den Text, was wir am 2.4. erlebt haben, wie ich da auch nur provoziert werden sollte. Ne? Ja. Wie man mir da einfach die Toilette sperrte und dachte, ich muss denn da irgendwo in der Ecke, ja. Groß machen. Mir fällt das jetzt nicht ein. Also, dass da noch was kommt. Aber zum Glück war der Körper schon, weil man hat mich ja schon zwischen 2 und 3 Uhr oder ab 2 ging das los. Da dieser Blechdurchfall und das werden sie ja auch gelesen haben. Und man wollte mich nur herausfordern und provozieren und so geht es immer weiter. Und ich möchte mich nochmal entschuldigen bei den Mitarbeitern und danke ihnen, dass sie zu uns gehalten haben. Da sie hätten uns auch das Konto kündigen können. Aber sie sind ja, sie stehen ja mit beiden Beinen im Leben und wir waren sehr stark isoliert und wir sind nur Wissenschaftler. Wir sind das, was wir sagen. Und das sollte man auch merken, weil wir fragen warum und gehen immer weiter. Und wir erkennen detailreich und wir erkennen auch sehr komplexe Zusammenhänge. Und man sollte merken, vielleicht hatte die Sparda-Bank auch gesagt, das lassen wir. Das kostet uns nicht viel. Nun ist es passiert. Was sollen wir gegen ihn machen? Offiziell ist er blöd. Ne? Sag ich mal so salopp, ne? So. Und deshalb möchte ich mich da unbedingt entschuldigen. Und die Sparda-Bank, die steckt da nicht drin. Alles, was ich da geschrieben habe, das kann auch sein, dass da sonst was diktiert wird, woran ich mich nicht erinnern kann. Also, ich kann diese Texte jetzt so schnell nicht nachlesen, weil das geht hier alles weiter, ne? Es geht hier von allen Seiten weiter los gegen uns. Ja. Man hört hier gar nicht auf.
Man versucht hier weiter Druck auszuüben, das sollte jeden nachdenklich machen. Aber vielleicht war die Sparda Bank schon so clever in dieser weisen Voraussicht. Die schaffen es vielleicht. Und wenn wir da ja auch mal waren, die sind auch ganz anders irgendwie oder so. Und ne, Nati? Das werden sie schon erkannt haben. Und sie machen sich auch ihre eigenen Gedanken und da werden ja auch andere Informationen sein. Und ihnen wird es auch vielleicht auch klar gewesen sein, dass man sich ein Dummer das nicht ausdenkt, dass er gerade der Prinzregent von Mecklenburg ist. Ne? Oder dass der Dummer dann von sich gibt, dass er den Doktor das ist und Doktor das und Doktor das. Das sollte einem ja auch alles ein bisschen nachdenklich machen. Und ja, ich möchte mich bedanken, dass Sie zu uns gehalten haben und dass wir da heute noch unser Konto haben. Und selbstverständlich werden wir unser Konto da auch noch haben. Und alle anderen, die uns abgelehnt haben, da möchte ich auch nochmal Werbung machen. Ne? Wir waren überall. Auch besonders hier Frankfurter Sparkasse und so. Ja, die sind uns besonders dämlich gekommen und auch diese Nassauer da, ne, die, da, ja, Nassauer Sparkasse. Aber da ist auch was Komisches abgelaufen, da nehme ich an Bestechlichkeit. Da war Bestechlichkeit im Spiel, denn da versuchte man damals uns unterzuwuchten, dass wir, was war das noch, Mietschulden haben, ne? Ja. Mietschulden, ne? Mhm. Denn da war zufällig dann eine ältere Frau, die auch ganz tolle Mietschulden hatte und da Hilfe brauchte und so, ne? Und dann war dann angeblich der Chef, der sich dann auch doll bemüht hat. Und wir mussten da warten wie die Trottel und dann haben sie uns da was vorgespielt, ne, Nadine? Ja. Direkt in dieser Nassauer Bank, da sind wir uns ganz sicher. Da waren wir in der Mainzer Landstraße gegenüber damals, wo das Jobcenter war, ne? Mhm. Das Jobcenter in der Mainzer Landstraße. Genau dort wurde uns das aber ganz, ganz doll vorgespielt, ne, Nadine? Und ich weiß nicht, ob Sie da direkt damit was zu tun hatten, das Personal da, aber jedenfalls wurde da nachgefragt und da wurde theatralisch was getan. Und also das kam uns sehr, sehr komisch vor, ja, ne, Nadine? Stimmt. So, und ja, uns hat alles abgelehnt, also was da in der Nähe war bei uns. Weiter waren wir aber nicht, ne? Wir haben natürlich gar nicht so bei anderen Banken nachgefragt groß, ne? Das ist ja auch so, ich konnte nicht laufen, wir brauchten schon was in der Nähe und die anderen, die hatten uns ja vorher schon alle abgelehnt hier in Frankfurt. Weil wir waren ja schon eine Zeit lang in Frankfurt und haben da Klingen geputzt und man hat es nicht nötig und was ich denn, ich glaube, ich hatte das auch mal geschrieben, dass man ein Herz hat für Minderbemittelte in der Sparda-Bank und das hat man. Und da sollte jeder, der auch sein Geld anlegt und sich Gedanken macht, welche Bank er nimmt und so. Ich glaube, es ist schön, wenn man sowas weiß. Ja. Dass so eine Bank sowas macht. Also, dass sie auch sozial ist, denn man kann aber ganz schnell in so einen Stuhl geladen. Mhm. Und dann ist man froh, wenn man dann noch eine Bank hat, die einem dann nochmal was gibt oder nochmal einen kleinen Kredit gibt oder so. Oder das Konto behält, obwohl man da total in den Schulden ist, ne, Rade? Das stimmt. Das bringt ja auch nicht weiter und wenn man da dann gekündigt wird und so und also das wäre dann so eine Bank, ne? Also das kann man wirklich sagen, weil also schlechter wie unsere Schufa, wir weiß nicht wie die aussieht, ne? Wir haben nie eine Auskunft gekriegt und da wundere ich mich heute auch nicht mehr. Und, alle ein bisschen komisch, ja, sie gucken sehr, sehr komisch, wenn sie reinschauen. Also muss da wirklich schon ganz schön was drinstehen. Also es muss schon ganz schön was sein und wenn eine Bank das macht. Alle Achtung, ne, Nadel. Das ist wieder parallel zu Manova. Mhm. Weil wir kamen da auch öfter mal mit Schulden an, besonders wie der drogensüchtige Bert schon in das Geld da klaute. Oh, jetzt fängt es ganz groß an zu regnen. Ich muss hier mal blitzschnell unter dem Baum, damit mein Handy nicht nass wird. So, und mehr gibt es da nicht zu sagen, ne? Also, aber auch eine total sozial eingestellte Bank, kann man wirklich sagen, ne? Ja. Da ist immer alles sauber, man ist sehr höflich. Man war bei uns natürlich immer ein bisschen sehr distanziert, aber man hat das ja jetzt ja wohl auch von Manova wohl schon gehört. Da war es noch nicht oben, ne? Wo wir da waren, letztes Mal nachfragen, da war es noch nicht oben, ne? Nee, da war es noch nicht. Nein, da war es noch nicht oben, aber man hat wohl gemerkt, dass wir auch ein bisschen anders schreiben und hat sich dann wohl gefreut, dass wir das auch bald dementieren werden. Und das habe ich hiermit gemacht, also nochmal, ich bitte um Entschuldigung und wenn man sich entschuldigt, das ist wie so ein Schuldeingeständnis und natürlich können wir nichts dafür. Natürlich wurden wir darauf gehetzt unter Drogenunterstützung, Hypnose. Natürlich wollte man das, um uns unglaubwürdig zu machen. Um uns unglaubwürdig zu machen, was wir gesehen haben, diese Terroristenausbildung auf unserem Land und was um uns und unsere Familie und so und sowieso noch in Ex-DDR los ist. Deshalb wollte man uns unbedingt unglaubwürdig machen, was man auch auf Kosten dieser Bank gemacht hat. Was nicht schön ist. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.